Ja, moin und hallo zum IdentBase-Interview der Woche. Diesmal an meiner Seite Daniel Haritonov. Moin. Moin. Ja, Daniel, du hast gleich zum Saisonauftakt beim 1-1 gegen SC Weiche Flensburg getroffen. Allerdings, ja, war es ein krummes Tor im Endeffekt. Erzähl doch mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie ist das Tor gefallen? Ja, also wir haben gedrückt und wollten unbedingt das Tor machen. Dann spielt Sprekel den Ball quer zu mir. Ich will den Ball einfach gefährlich machen und dass er dann so abgefälscht wird und hinten rein fällt, ist umso glücklicher. Ja, ja. Damit führst du jetzt in der internen Torschützenliste direkt. Wie das bis zum Saisonende so bleiben? Ich gehe nicht von aus. Ich werde mein Bestes geben, aber ich glaube nicht. Okay. Ja, kommen wir, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Spiel. Es gab eigentlich genügend Chancen auf den Sieg. An welchen Stellschrauben habt ihr jetzt unter der Woche gedreht? Ja, also wir wissen, dass das ein schweres Spiel wird gegen Emden, vor einer besonderen Kulisse mit den Fans. Für die Fans natürlich auch ein besonderes Spiel. Wir haben das Spiel gegen Weiche haben wir analysiert, haben unsere Lehren daraus gezogen und wollen es dann gegen Emden besser machen. Okay, ja, das klingt sehr gut. Blicken wir noch mal ganz kurz zurück auf die Sommervorbereitung. Es war jetzt die erste Sommervorbereitung unter Trainer Adrian Alipour. Kannst du oder habt ihr auch als Team ja, irgendwelche Unterschiede gemerkt im Vergleich zum letzten Jahr, zu Ernst Middendorf? Ja, also es war sehr intensiv und viel im Taktischen, weil du für die neuen Spieler brauchst du das natürlich. Man hat auch in der Vorbereitung gemerkt, am Anfang haben wir wieder ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und das wird dann von Woche zu Woche immer besser. Und ja, also wir sind gut vorbereitet in die Saison reingekommen auf jeden Fall. Ja, okay. Vergangene Saison war unter anderem ja die extrem gute Stimmung im Kader mit einer der ja, Siegerranten, kann man eigentlich sagen. Erzähl mal ganz kurz, wie ja, ist es momentan bei euch im Team? Wie ist die Stimmung? Genauso. Also jeder versteht sich mit jedem. Jeder hat Lust, in die Kabine zu kommen, hat Spaß und das ist genauso wie letztes Jahr. Okay. Das passt. Weil ja, in der letzten Saison hast du mir verraten, persönlich ja, Darts spielen, generell mit den Jungs aus dem Kader unterwegs sein. Ja, verrat mal ganz kurz, welcher Mitspieler ist der beste Darts-Spieler? Ja, also nach mir natürlich dann. Ich stehe da schon ganz vorne in der Liste. Okay. Ja, und dann ist es sehr eng. Timmy, Fede, das ist eng. Okay, okay, ja. Alles klar. Ja, blicken wir jetzt auf das nächste Spiel, auf die nächste Aufgabe. Kickers Emden, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ja, ist mitunter bei den Trainern ja, eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen soll, obwohl sie erst gerade aufgestiegen ist. Ja, wie siehst du das und ja, was kommt da auf euch zu? Ja, also das, ich finde, man kann das nicht einschätzen. Das muss man dann, wie bei jeder Mannschaft, dann nach ein paar Wochen kann ich das dann beurteilen, wenn man ein paar Spiele gesehen hat. Für die ist das das erste Spiel. Das ist was Besonderes für die, direkt gegen Meppen. Und die werden alles reinhauen, wir auch. Und wir werden hoffentlich die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Wir werden alles dafür geben. Ja, das klingt gut. Ich glaube, das wollen die Fans hören, die dann eben auch zahlreich in Emden vor Ort sein werden. Dann ja, sage ich dir danke für die Zeit. Und gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum IdentBase-Interview der Woche.